Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich habe uns wieder was Schönes mitgebracht. Und das ist in dem Sinne eine Premiere, denn ich habe noch nie ein Display von Sonne, Mond, Nacht in Flammen aufgemacht. Ich bin ja erst ja, in dem Sinne zu Teams, sind Trumpf, Schrägstrich, Kräfte im Einklang eingestiegen. Und ja, von daher hatte ich bisher noch nicht das Vergnügen. Da so ein Nacht in Flammen Booster ja in vielen Collection auch so drin ist, hat sich dann im Laufe der Zeit, wie auf bei Sonne, Mond, Base Set das eine oder andere angesammelt und ich habe mich dazu entschlossen, da dieses Set auch wirklich schön ist, Nacht in Flammen zu sammeln. Zurzeit machen ja viele ja, PokéTuber, YouTuber so Openings zu Nacht in Flammen, ne? Hand vor Glurak sozusagen. Das ist nämlich hier auch am Start, auch wenn hier eigentlich nur Ho und Kapukime und Maschadov und so drauf ist. Rainbow Glurak ist ja hier drin. Und das ist das Ziel. Auch wir hunten nach Rainbow Glurak. Und ich hoffe, das wäre mal mega geil, wenn im ersten Display schon ein Rainbow Glurak drin wäre. Schauen wir mal, vielleicht haben wir Glück. Das Shiny Glurak aus verborgenes Schicksal haben wir mal gezogen im letzten Jahr. Vielleicht haben wir Glück und ziehen jetzt auch mal ein Rainbow Glurak. Ja, wir machen es wieder so. Zweigeteilt, heute gönnen wir uns die erste Hälfte und beim nächsten Mal die zweite. Dann wird das Video auch nicht so lang. Ach, hoffentlich bringt uns Ho Glück. Und ja, die Artworks sind toll, vor allem hier das Ho. Gefällt mir. Ich weiß gar nicht, von wann genau das Set ist. Gucken wir mal zusammen, wie viel Zeit haben wir. Von 2017 ist das Ganze. Also auch schon gute 3 Jahre alt. Set ist. Weiß gar nicht, gab es einen Reprint? Der eine oder andere von euch weiß das bestimmt besser. Schreibt es mal in die Kommentare. Oder ob das Set einfach nur nicht so gut gegangen ist am Anfang, dass es diese Produkte jetzt noch wirklich zu ja, sehr günstigen Preisen gibt. Ne? Und die kosten jetzt genauso viel, wie als sie rauskamen. Das ist natürlich dann schon krass. Jo. Die Pullrate, also ich sag mal, 5 Pulls, 5 Hits sollten wir auf jeden Fall haben. Bodybuilding Hunter. Da muss ich direkt wieder an den Masse-Chris denken. So. Das Centering hier ist auch echt schlecht. Seht ihr? Das ist nicht so gut. Ich hoffe, das ist nicht beim ganzen Display der Fall. Manchmal fragt man sich nämlich echt auch bei der Qualität der Karten, was ist da los? Und haben wir was dahinter? Leute, das erste Booster. Und auch hier ist das Centering leider nicht so gut. Ihr seht es. Sehr, 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 sehr schade. Aber immerhin ein Hit. Und ich sag mal vom Centering noch so, dass man damit leben kann. Es ist als nach oben verschoben. Darkrai GX. Tolle Karte. Gesleeved werden die Karten nach dem Video. So kann ich sie nur fotografieren, die Karten, und sie dann bei Instagram hochladen. Also für die, die jetzt noch nicht mir bei Insta folgen sollten, da erreicht er mich auch. Natürlich auch unter dem Namen Pokeknecht90. Oder was auch sonst. Viel Spaß mit dem Code, macht was raus. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch ja Glück und zieht Rainbow Glurak. Irgendwie fühlen sich die Karten auch komisch an. So. Centering ist, glaube ich, hier besser als gerade, aber auch nicht so ganz prickelnd. Oder ist das genauso schlecht? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich habe richtig Bock, Leute. Hinterm Carpado haben wir noch was. Leute, das ist doch brutal. Das ist brutal, oder? Das ist ja mal übel. Zweite Booster. Ja, das ist vom Centering, glaube ich, schon mal besser als die vorige. Seht ihr? Mal zum Vergleich. Centering ist jetzt hier bei dem guten Guardiwar, ich kann das irgendwie nicht richtig aussprechen, deutlich, deutlich besser. Das ist schon mal schön, aber auch natürlich jetzt nicht so ganz optimal, wenn wir da genau hinschauen. Aber gut, so ist das halt leider. Ne? Richtig schöne Karte. Leute, und bis jetzt richtig brutal. Zwei Booster, zwei Hits. Ja, wir schauen einfach mal. Was habe ich dafür bezahlt? Ich glaube. Für das Display habe ich jetzt 113 Euro bezahlt oder 114. Viel Spaß mit dem Code, macht was raus. Also ist natürlich auch nicht wenig. Je nachdem, wenn man jetzt keine stabile Karte oder zwei stabile Karten zieht, dann kann man sich die besser einzeln holen. Aber es geht ja nicht nur darum, die einzelnen Karten sich zu holen, sondern
Ja, das Auspacken, ne? Darum geht es ja hier. Das Unboxing. Das macht einfach Spaß. Das ist wie Weihnachten. Oh, das ist auch so ein tolles Artwork. Man hat hier so viele schöne Artworks drin. Hier Mauzi, ne? Auch das Cardboard so schlicht, so einfach gehalten. Gefällt mir. Und hier haben wir unsere erste Reverse Rare. Das Niwuna. Ja, und das Jutes Medbo. Hammer. Also bis jetzt, ich hoffe, das geht so stabil weiter. Manchmal ist das so ein Start, man total stark und ja, am Ende hat man dann das Nachsehen. Und manchmal startet man total schwach. Und am Ende ist man der Pullgott. Ja, so ist das. Getreu nach dem Motto Last Pack Magic. Sammelt ihr das Set auch? Oder wann seid ihr eingestiegen? Ich bin ja im letzten Jahr im Mai eingestiegen. Habe also viele coole Sets verpasst. Gerade auch aus dem Bereich XY. Generation hätte ich gerne mitgenommen, aber gut. Dafür war ich dann zu spät dran. Sehr, sehr ärgerlich. Das Jute Lamelux. Manche sind ja auch erst jetzt wieder zu Schwert und Schild eingestiegen oder haben allgemein erst angefangen zu sammeln. Schwert und Schild ist ja nicht so meins. Bin ja eher so der Freund hier von Sonne, Mond. Es kommt ja schon das neue Set raus und das Zwischenset Weg des Schems heißt es, glaube ich. Ja, das wurde ja auch schon promotet, sagen wir mal so. Kommt ja auch im September raus. Und ja, die Top-Trainer-Box, die sieht schon echt stabil aus mit Glurak. Wird bestimmt ein brutales Set. Und da haben wir Sidera King. Oh, richtig cool. Also die Karte habe ich ja auch noch, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Dürfte ich auch noch nicht in meiner Sammlung haben. Die eine oder andere Karte fehlt mir da. Gerade auch noch bei den Reverse-Karten. Sidera King. Lake, okay. Richtig schön. Und dahinter. Travel. Ja. Schön, ganz entspannt. So lässt sich doch ein Unboxing starten, Freunde. Direkt zwei Pulls. Also das ist natürlich geil, wenn man in den Laden geht, ne, so als Kind, und man kann sich dann vielleicht nur zwei, drei Booster leisten. Ich kenne es aus meiner Kindheit. Ich bin jetzt schon 30. Schnappt sich da die ersten zwei Booster, weil für mich hat es nicht gereicht. Ja, und in jedem Pull drin, ne, sind natürlich jetzt nicht die Mega-Hits. Eine kleine Full Art und keine Rainbow und auch keine Goldkarte, sprich Secret Rare. Aber trotzdem zwei GX, ne? Das ist ja schon eine gute Ausbeute. Und hier haben wir unsere nächste Reverse Rare. Und dahinter, ui, Leute, Lucario. Lucario als Holo. Und das ist unsere erste Holo-Karte. Tolles Artwork. Tolles Artwork. Und die Artworks, die haben mich halt wirklich überzeugt, das Set auch zu sammeln. Mal gucken, wie viele Sachen wir davon noch aufmachen. Weiß ja nicht, ob man das Set komplettiert bekommt. Ich hatte ja auch vor, Verborgenes Schicksal zu komplettieren. Aber die Karten, die sind ja so teuer geworden. Also, und wenn ich dann dafür irgendeine Karte viel Geld ausgeben muss, wo ich sage, okay, die sieht jetzt zwar nicht schlecht aus, aber gehört jetzt nicht zu meinen Favoriten, dann soll ich da mehr als 100 € für bezahlen. Ja, ganz sicherlich. Am Ende ist es nur hier bedruckte Pappe. Das sollte man sich immer vor Augen halten. Hol ich mir lieber ein Display und pack's aus, habe ich mehr Spaß dran. So. Schauen wir mal. Wäre cool, wenn jetzt mal wieder ein Hit kommt. Energie. Ah, da ist er, der Massekris. Der Lümmel. Fluchtseil. Pampuli. Mirapla. Zwielicht. Psiao. Auch ein komisches Vieh. Und haben wir was dahinter? Auch nicht. Stark gestartet. Aber wenn wir jetzt von 6 Puls ausgehen, haben wir für die Hälfte schon mal, ja, die Miete schon was drin. Das ist schon mal ganz nice. Sehr nice, wie der ein oder andere Influencer und YouTuber sagen würde. Ne? Ich sag da lieber stabil. So, Porygon 2, Raupi, auch ein tolles Artwork. Ne? So richtig schlicht und einfach, farbenfroh. Gefällt mir.
Und die erste Karte aus 147. Jo. Die Jute Vulpix Alola und dahinter ein Kolossant als Holo. Ja, Leute, immerhin eine Holo. Und zweite Holo. Gut, gut, gut. Ich glaube, da ist nichts drin. Das ist zu leicht. Manchmal bildet man sich ein, man könnte das erfühlen. Naja. Auch hier viel Spaß mit dem Code, macht was raus. Das Gute an so Displays ist ja, man produziert nicht so ganz viel Müll. Ui, Lunastein, auch ein tolles Artwork. Artwork, ja. Ein Artwork. Ja, tolles Artwork. Gefällt mir richtig gut. Das ist auch ein dummes Vieh, oder? Pampuli. Oh, das ist toll. Das ist ein tolles Artwork hier. Mirapla. Auch wieder ganz schlicht, genau wie das Raupi-Artwork. Sowas gefällt mir. Sowas gefällt mir, Freunde. Und dahinter Aranistrum. Jo. Die Reise geht weiter. Haben wir jetzt endlich mal wieder einen Hit? Das ist ja, ich sag ja, die Ungleichverteilung ist schon manchmal wirklich, wirklich krass. Man zwei Booster hintereinander, tolles Artwork hier auch, ne, Electek. Man zwei Booster hintereinander, wo ein Hit drin ist und dann folgen da acht, wo nichts drin ist. Ui, Darkrai. Und das ist auch gut zentriert. Da stimmt das Centering. Reverse Rare. Und dahinter. Ein Alola Radikal. Auch zornig. Auch wirklich zornig. Wenn hier so eine Reverse Rare mir auch noch im Set fehlt, da muss ich sagen, bin ich auch ganz zufrieden damit, wenn ich die mal ziehen darf, damit ich das Set voll bekomme. So. So ein 100er Unboxing in Nacht in Flammen wäre auch mal cool. Ja, mal schauen. Zuletzt hatte ich jetzt beim guten Zero hier Hand vor Glurak verfolgt. Hat er auch irgendwie hunderte Booster gekauft, einzeln und hat es leider auch nicht gezogen. Hoffentlich haben wir mehr Glück. Autosadwork. Iskala und dahinter. Snibuna. Das ist krass. Das ist krass, was eine Ungleichverteilung. Ich bin echt gespannt, was wir hier noch rausziehen. Boah, das muss mega sein, hier Rainbow Glurak zu ziehen. Normale Glurak ist hier auch natürlich noch drin. Auch eine schöne Karte. Hohen, das sind so zwei Karten, die man auch oft sieht. Nichts Besonderes. Aber wirklich schöne Karten, die ich zwar, glaube ich, schon habe, aber über die ich mich natürlich immer wieder freue, wenn ich sie ziehen darf. So, Caradonis, EFM. Und hinter dem guten Merrill haben wir was. Ui, Zygarde-Holo. Ein tolles Artwork. Richtig, richtig zornig. So, Freunde, wie sieht's aus? Die letzten fünf Booster. Ein Hit sollte noch drin sein. Noch ein Hauch mehr an, noch ein Schüppchen drauflegen. Viel Spaß mit dem Code, macht was raus. So. Und der Müllberg wird schon wieder größer. Ich kann mich noch an das letzte 100er Unboxing erinnern. Zum Einjährigen. Unglaublich. Ein Jahr mache ich das hier schon. Vielen Dank an alle, die mich immer so schön unterstützen. Und wenn mein Support auch gefällt, beziehungsweise mein Content. Und ich danke euch für euren Support. So, haben wir die nicht gerade schon gehabt? Nee. Calamanero als Reverse Rare. Sehr schön. Und dahinter. Nischte. Was eine Ungleichverteilung, Freunde. Was eine Ungleichverteilung. So einen Pull will ich hier noch haben, sonst. Das ist die stark gestartete Hälfte schwach. Das wäre natürlich ärgerlich. Ey.
Ich habe es auch schon gehabt, ich weiß gar nicht, in welchem Set das war. Da habe ich nur zwei Pulls aus einer Hälfte gezogen. Und in der nächsten, ja, die nächste Hälfte hat gegönnt. Von daher ist da noch alles drin, Freunde. Auch ein tolles Artwork. Auch ein richtig tolles Artwork. Und dahinter, Leute, Leute, da ist es. Super Anziehungskraft. Wir haben Gold gezogen. Unser erster Secret Rare. Ja, und Centering ist in Ordnung. Eine schöne Karte. Gefällt mir. Und ich weiß gar nicht, ob ich die schon habe oder nicht. Das Set habe ich hier euch auch noch nicht vorgestellt. Wie gesagt, gleich werden die Fotos gemacht für Insta. Und dann werden die auch direkt gesleeved. Weil wenn ich die jetzt sleeve, müsste ich die wieder rausnehmen. Und man soll ja die Karten, wenn sie einmal gesleeved sind, auch gesleeved lassen, immer dieses Hin und Her. Ist für die Quartenqualität sehr gut. Kartenqualität nicht förderlich. So. Und ich achte da penibel drauf, was das Sleeven angeht. Wie gesagt, ich bin schon 30 und damals als Kind habe ich das Base-Set. Da habe ich auch angefangen, als das rauskam. Da hatte ich die ein oder andere geile Karte, auch First Edition. Ich meine mich auch erinnern können, dass ich auch wirklich Gluak, Turtok und Bisaflor als First Edition hatte. Ja, habe ich jetzt nicht mehr und so ganz pfleglich habe ich die auch nicht behandelt. Wie das so als dummes Kind manchmal ist. Gyarados, ein tolles Artwork. Unser nächster Reverse Rare, Freunde. Also Jungs und Mädels immer schön sleeven. Und dahinter Knirfisch. Ja. Und mehr als sechs Hits werden wir hier nicht rausziehen. Das glaube ich nicht. Die Pullrate, gerade in den frühen Sonne-Mond-Sets, war ja nicht so hoch wie am Ende von Sonne-Mond, zum Beispiel wie bei Welten im Wandel oder Bund der Gleichgesinnten. Und ja, Schwert und Schild ist die Pullrate dann auch nochmal ein bisschen höher. Ich hoffe, das ist jetzt beim Zwischenset auch so. Es ist sowieso krass, wie schnell das Jahr jetzt schon wieder mehr als zur Hälfte um ist. Unglaublich. Und unser nächster Reverse Rare, Wolverine. Oh yes. Ja, Freunde. Und damit neigt sich die erste Hälfte dem Ende zu. Zornig, 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 Freunde. Jetzt kommt's. Last Pack Magic, Freunde. Und da könnte noch was drin sein. Aber wir haben gut gezogen. Also. Da kann und will ich mich nicht beklagen. Wenn in der nächsten Hälfte noch drei schöne Hits drin sind, eine Full Art wäre schön. Oder natürlich die Rainbow Glura Karte. Ne? Ach, guck mal hier, Glutexo. Mal gucken, vielleicht entwickelt er sich ja noch im Laufe dieses Boosters. Auch hier wieder das Centering unterirdisch, Freunde. Glumanda. Und dahinter. Tangolos. Aber auch ein schönes Artwork. Wo ich das Vieh ein bisschen komisch finde. So ein Tangela auf Stoff. Mutiertes Tangela. Ja, Freunde, das war's. Das war die erste Hälfte vom ersten Display nach den Flammen. Hunt for the Glurak. Und ja, darauf bauen wir beim nächsten Mal auf. Ne? Zwei GX, eine Secret Rare. Das ist doch ganz stabil. Also, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Checkt Insta aus. Und denkt dran, Support ist kein Mord. Ich danke euch und freue mich auf weitere Unterstützung. Also macht's gut, ihr Lieben. Euer Pokeknecht90. Ciao.